Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Keine Testaufnahme, wollte ich fast sagen, habe ich dann aber doch nicht gemacht. Trotzdem sage ich es, damit ihr das auch wisst und herzlich willkommen, wie gesagt, herzlich willkommen zu diesem tollen, 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 kommt zum Punkt. Tollen, tollen Projekt namens Pocky und Rocky. Hallo, liebe Schnabeltastenmaus. Hallo! Ja, ich hoffe, das ist der richtige Safe State. Ich habe gar keine Ahnung, wo das Continue hinführt, aber wir drücken mal auf Was? Was hast du gedrückt? Ich kann was. Du bist der zweite Player. Warum hast du hier Rechte? Kann Knöpfe drücken. Ja, das vorbotene Schloss. So wie ging das nochmal? Oh, ach halt, ja. Halt, ja, warte. Ja. So, warum drückst jetzt, du auf? Pass auf. Und zwar, denn liebe Grüße an Jimmy Lee. Der hat ein paar Tipps geschrieben. Und zwar, du hast jetzt das blaue Item eingesammelt. Du darfst jetzt die roten nicht auch einsammeln. Du musst jetzt nur blaue einsammeln, damit sich das verstärkt, dieser Effekt. Wer ist Jimmy Lee? Lee ist einer meiner fleißigsten Kommentare-Schreiber. Aha. Und unter anderem das hat er halt geschrieben, damit sich der Effekt verstärkt. So, das heißt, der kann Japanisch oder was? Das sind ja so Schriftzeichen. Das ist voll super. Außerdem hat er gesagt, wir sollen öfter blocken mit unserem... Wie funktioniert das? Treffen uns dann die... Block mal so ein Fass, bitte. Nein, ich glaube nicht, dass das bei sowas funktioniert. Und wir sollen nicht so durchrushen, hat er gesagt. Ja, wir haben aber keine Zeit. Wir haben nur... Doch, Hanni, wir haben nur 507 Sekunden, was in etwa 5 Minuten entspricht. Ich möchte auch nur mal drauf eingehen, dass wir vielleicht mal ein bisschen schlauer spielen. Ja, wir spielen total schlau. Guck, jetzt habe ich nämlich den Megaschuss. Konnte man nicht irgendwie sliden oder... Ah, Hilfe. Ja, das sollten wir eigentlich auch... Ach so, ja, genau so ging das. Ja, das sollten wir unbedingt öfter machen, hat er geschrieben. Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt so mega geile Tipps haben, dann wird das Spiel ja voll easy. Dann müssen wir eigentlich auf einen höheren Schwierigkeitsgrad stellen. Ja, ich weiß auch nicht, das ist eigentlich ja Cheating, ne? Das ist ja wie bei einem Adventure eine Komplettlösung schauen. Gar nicht. Natürlich. Oh, ich habe irgendwas eingesammelt, was ich nicht hätte einsammeln sollen, ne? War nicht so schlau. Ich nehme jetzt einfach das, weil du nicht hier bist. Ich komm nicht durch. Warum nicht? Lauf doch einfach. Ja, da war ein Schüsschen. So, lass uns mal inhaltlich werden. Ja. Reden wir doch mal über das Dschungelcamp. Was ich noch nicht gesehen habe, weil der Stream ja nicht mehr kostenlos ist. Ja, das ist eine echte Frechheit, ne? Das RTL kriegt einfach den Hals nicht voll, diese dreckigen Spasten. Ne? Aber das ist halt so im Fernsehen. Das Fernsehen nutzt sich ab, keiner schaut mehr Fernsehen. Deswegen ist ja auch Internetfernsehen ganz groß gekommen. Nein, aber das ist ja tatsächlich, finde ich das krass. Was sind das für eine Veränderung? Anstatt... Eigentlich mit der Zeit sollte sowas ja billiger werden zu Livestream und so. Das heißt eigentlich, dass das RTL einfach den Hals nicht vollkriegt und Geld haben will. Ah, fand ihr dumm. Wieso? Ach so, ja, ich rushe ja. Ich rushe schon wieder. Vorsicht. Ja. Entschuldigung. Ja, aber wieso bist du plötzlich mehr geskillt als ich? Das geht ja gar nicht. Weil ich die Tipps dann nehme. Ich sag doch. Oh ja, okay, das war jetzt nicht so schlau. Okay, jetzt muss ich auch konzentriert spielen. Ah, Laternen! Das gibt's doch gar nicht. Warum schubst du mich denn einfach weg? Ja, weil ich nicht sterben will. Ich sterbe gerade. Das ist kontraproduktiv. Toll, danke. Dafür bin ich jetzt... Das ist meins! Du bist so blöd. Hä? Ach so, ja, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Entschuldigung, jetzt konzentriere ich mich wieder. Ja, wir sind doch... Ich arbeite. Hallo? Ja. So, ja. Nein, aber das regt mich auch ziemlich auf mit dem Dschungelcamp. Ich habe ja auf der Internetseite extra mal geschaut. Entschuldigung. Das war ziemlich dumm. So, und da kostet der Season Pass, ne? Da kannst du eine Folge, kannst du für 2 Euro freischalten. Kannst dir eine Folge angucken. Oder, wenn du die alle angucken willst, musst du 5 Euro bezahlen. Oh, wow. Das war ziemlich dumm. Ja, da warst du ganz verwirrt von den Preisen, ne? Uiuiui, wie soll ich mir das nur leisten, hat sie sich gefragt. So. Nee, ich hab einfach, Entschuldigung, also dafür gebe ich kein Geld aus. Nee, verstehe ich auch, aber... Ich hab's noch nicht kontrolliert, ob man es wirklich nachträglich noch immer... Oh, Ja, ich weiß, nachträglich noch gucken kann, aber... kann man nachträglich gucken, ich habe auch ein bisschen angefangen zu gucken. Und dann habe ich wieder gemerkt... eigentlich nicht wieder, sondern erstmals gemerkt, dass ich mich gefragt habe, was schaust du dir das eigentlich an? Irgendwie nutzt sich das Format langsam ab. Oh, Stefan. Hä? Ich dachte, die soll ich einsammeln. Na, du hast doch jetzt aber Feuer eingesammelt gehabt, du Nase. Ach so, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet.
jetzt an dem gestorben. Wie dumm ist das denn? Geh da weg! Die habe ich immer noch nicht verstanden da. Vorsicht, nee, Vorsicht! Ah, was? Das leckt hier voll rum. Ja, das leckt heute ganz schlimm. Oh. Da war ich doch schon rüber. Was erzählst du mir? Was ist, hört das hier auch nochmal auf? Aua! Den verstehe ich nicht. Hilfe! Ich habe ihn getötet. Au! Ich meine Mann! Das ist eigentlich voll einfach. Ja, nee, ist also, klar. Also im Vergleich zu einem Mega Man zum Beispiel, da gibt es viel mehr Instant Death Spikes und so weiter. Nee, nicht einmal, ich habe das schon mal durchgespielt. Weil ich hab der Schnabeltastmaus, müsst ihr wissen, liebe Zuschauer, ich vor der Aufnahme erzählt, dass ich nämlich Mega Man Pro bin. Und ich habe Mega Man schon mal durchgespielt und gestern habe ich Mega Man 1 nochmal durchgespielt. Und Mega Man 2 bis Dr. Wily, ne, das ist ja der Bösewicht da. Ja, jetzt müssen wir auf die klar, andere Seite. Weiß ich voll, wovon du redest. Nee, weißt du nicht, aber die Zuschauer wissen das. Gut. Ich sag das nur als gut gemeinten Hinweis. Vielleicht informierst du dich auch mal ein bisschen. Na, Mano! Das regt mich auf! Du musst hier rüber. Nee, das geht nicht, wo du da bist. Doch, das geht. Das ist doch voll scheiße, was ist das für ein unmöglicher Scheiß hier? Letztes Mal auch. Ja, aber das geht nicht richtig. Schau dir das mal an. Okay. Verstehst du das nicht? Ich bin da durch. Guck mal, wie das bei mir viel besser geht. Ja, guck mal hier. Sind wir beide. Ja. Nein! Blöd. Was machst du denn? Ja, ich wollte rüber. Und dann wollte ich zurück und dann ging das aber nicht. Aber wie gesagt, also, was ich erzählen wollte, ich bin Mega Man Pro. Ja. Und Mega Man ist viel schwieriger als dieses kinderleichte Spiel. Wie man sieht. Aber irgendwie sind wir hier viel schlechter. Ja, das Feuer anschießen, das Feuer oben, den Kamin anschießen, oben den Kamin anschießen. Ach nee, war noch gar nicht hier. Doch. War genau hier. Aber wie kriegst du den Hundi. Nee, krieg's nicht. Scheiße. Was? Ich hatte doch noch Schild! Oh nein! Das gibt es nicht, was ist das für eine dreckige Scheiße hier? Nein! Panikbombe. Nee, ich wollte nur mal testen, wie das ging. Wie grimmig der Waschbär guckt, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, voll. Diese. So, jetzt so, kommen jetzt, diese Hände. Jetzt ein bisschen Kondensation. Was? Kondensation? Ja, mit Absicht falsch gesagt. Weil die Konzentration, die hat ja gefehlt. Die war bis zur Hälfte, war die richtig gut. Ja, aber dann haben wir total wieder versagt. Weil wir wollten wieder so ein bisschen thematisch werden. Das ist das Problem. Bei einem Let's Play will man ja auch mal frei von der Leber über andere Themen wegreden. Ja, also frei von der Leber weg, über andere Themen reden. So rum. So. Ja, nee, das geht einfach nicht. Ich will wieder rot einsammeln. Du kannst gerne blau haben. Mhm, vielen Dank. Du willst das rote nur, weil es da mehr am Anfang kommt. Das ist richtig. Außerdem sieht der Schuss imposanter aus als so komische Kleeblätter. Leck, 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 leck. Mann, ist das heute schlimm hier. Ja, was ist denn hier los? Ich glaube, die ganze Bandbreite geht dafür drauf, dass ich nebenbei natürlich Rocket Beans TV laufen lasse. Ein sehr empfehlenswerter Fernsehsender. Die haben Zuschauer dringend nötig. Ach komm. Das die erste Bonjour-Sendung, was war das? 50.000? Ja, das stimmt. Das war echt erstaunlich für deutsche Verhältnisse. Dafür, dass da halt nur das meine, ne? Ja. Dafür, dass das Paper hatte nur 37. Ja, aber das lief ja auch gegen Dschungelcamp. Was ich aber dieses Jahr voll doof finde. Da ist echt keiner. Ich hab mir die ersten 30 Minuten, wo sie nur die Leute vorstellen. Und du hattest mir ja schon gesagt, wer da alles ist. Und ich kannte ja irgendwie kaum eine Nase davon. Beziehungsweise dachte ich so, ja, kennst du, aber ja. Na und? So, interessiert mich nicht. Und beim letzten Mal wenigstens, wer war beim letzten Mal? Die Melanie, die war ja noch so ein bisschen. Die war noch so ein bisschen interessant. Ja, schnell rüber. Aua. Da wollte sie rutschen, aber hat den falschen Knopf gedrückt. Nee, da waren so viele dabei und diesmal echt gar keiner. Der Einzige, der mich so ein bisschen freut und dann gleich wieder traurig gemacht hat, ist Walter Frey, weil Mann ist der alt geworden. Mann ist der alt geworden. Den habe ich noch ganz jung in Erinnerung. Da dachte ich so. Also als ich den gesehen habe, dachte ich, der ist irgendwie um 30 Jahre gealtert. Als der mir da irgendwas beim Teleshopping andrehen wollte, da war der eigentlich, glaube ich, Anfang 20. Gefühl. Ja, die Stelle ist einfach nur dumm. Ja. Was sagt Jimmy Krille oder wie hieß der Typ, der die ganzen Tabs hatte? Jimmy Krille finde ich auch schön. Ja, wer hieß der Typ? Jimmy Lee. Jimmy Lee die Krille, genau. Was? Achso, ich dachte, ich bin gestorben. Nee, natürlich nicht. Ja, na, das kann natürlich nicht sein. So, schnell rüber, bevor die sich aktivieren, dann hast du die Schwierigkeit.
Ich schieße einfach diese alten Fässer ab, wenn die da runterkommen. So. Das hilft mir aber nicht. Ist mir egal. Du weißt, dass du irgendwann rüber musst, ne? Ja, wenn du den platt gemacht hast, dann komme ich rüber. Ich schieße auch die ganze Zeit in die Fässer ab. Ja, okay, komm ich halt drauf. Das ist ja super! Das hat's voll gebracht, dass ich da so drüber gekommen bin. Du hast schon zwei Herzen verloren. Kein Platz für mich. Weil du dich so breit machst. Ja, der Fetter, Waschbär. Waschbären brauchen ihren Platz. Waschbären sind gut. Waschbären sind gut? Denn die sind ganz reinlich, habe ich gehört. Und deswegen sind sie gut. Guck mal, lässt mich hier hinten krepieren, weil dieser olle Stier... Ja, ich muss mein halbes Herz... Guck mal, ich habe nur noch ein halbes Herz, das muss ich doch beschützen. Weil gleich gibt es nämlich volle Heilung. Gleich da drin im Dungeon. Nee, das geht nicht. Guck mal, ich habe 4 Leben, ich habe noch kein einziges Leben verloren. Das müssen wir nutzen. Alles gut. Ne, du bist eh gleich wieder tot. Also es tut mir leid, aber es ist so. Guck mal, war alles für mich. Und ich bin so fair, ich lasse es dir wenigstens auch. Boah, was für mich! Hier lang gehen ist gut. Alter, nee, du musst halt voll ab hier. Was ist da los? Sauer! Nein! Kann man die auch? Nein, da vorne kann man. Nein, kann man nicht. Da, für dich. Ja, toll. Bis ich da bin, wurde ich 10-mal von diesen neuen Geistern getroffen. Ja, jetzt bist du ja da. Gewesen. Nein, ich will hier nicht lang. Oh, ist für mich. Ist gut. Krieg dich ein. Nee, der Waschbär. Vorsicht. Ah. Vorsicht. Nein, ja, nein. Ich hing da fest. Kacke. An dieser Stelle. Ich nicht raus? Hier verliert man mindestens 2 Leben oder so immer. Weil man. Warte. Ja, ich warte. Ja. Warte, hatte du da? Wunderschöne Singstimme, die du da hast. Ich habe bestimmt wieder gleich das Mikrofon eben total übersteuert. So, also ich würde jetzt schießen, wenn er dann hier mal... Kannst du ihn nicht jetzt zum Beispiel locken? Also, dass ich nee, so kann man nicht Schuss locken. Hab... Ich verstehe noch nicht mal, wie der getroffen werden kann. Das hast du letztes Mal rausgefunden, nur wenn er sein Messer halt so rausholt. Guck mal, nee, genau. Man, genau, jetzt... Ich schieße und du... Warte doch. Da muss eine längere Lücke sein. Ja, jetzt ist da eine längere Lücke und er kriegt es nicht hin. Er macht ja nichts! Toll! Das ist doch Verarsche hier! Wir es nicht hinbekommen! So, hier geht das natürlich jetzt nicht. Wie doof. Ganz schnell. Entschuldigung, das ist einfach nur dumm irgendwie. Warte, komm mal ein Stück runter, wie soll ich denn hier laufen? Na toll. Jetzt geht sie wieder auf die falsche Seite. Da oben kann man doch noch wechseln. Ah. Baba! Ja. Jetzt habe ich mich verwirren lassen. Viel Spaß. Guck mal, links ist nicht. Das war ich nicht. Nee, ich weiß auch nicht. Das war, weil wenn du wieder aufs Feld kommst, dann. Wenn du wieder zurückkommst, dann wird automatisch so eine Art Bombe, so eine kleine Bombe wird dann immer gezündet. Ach, guck mal, habe ich noch gar nicht gemerkt. Aber hier kannst du doch jetzt zum Beispiel eine Superbombe machen, Stefan. Nee, da kann ich eigentlich auch einfach so einfach mal ein... Wollte eigentlich nur ein Herz verlieren, aber habe ich auch geschafft, komischerweise. Zwei Treffer hast du. Wo ist mein Schuss hin? Ja, du bist ja einmal gestorben, also weg. Da muss man neu sammeln. Vorsicht! Boah, ich hasse diese blöden Geister. Die sind da ganz blöde. Ich dachte schon, der kommt nicht. Der ist gut. Siehst du, er hätte mal eine Superbombe benutzt. Okay, der ist noch nicht gut, der ist scheiße. Och Manno, der Hund war cool. Ja, der kommt aber, glaube ich, nur beim ersten Mal. Warum hilft er das Schild nicht? Das hält bei denen vielleicht nicht. Aber du hast noch 2 Leben. Es ist noch Ja, ich habe auch noch alle. Ich habe noch 4 Bomben. Von denen ich keine einzige einsetzen will. Denk dran, jetzt darfst du nichts Blaues mehr einsammeln, jetzt darfst du nur Rot einsammeln. Ich hab was Rotes angesammelt? Ja. Nein, das gibt es doch nicht, an so einer scheiß Hand krepiert! Plupp, weg ist er. Du hast noch 4 Superbomben, ne? Also zur Not. Ja, aber doch nicht gegen eine einzelne Hand! Ja, der lauft doch jetzt.
Warum gehst du denn nicht weiter? Weil die vielleicht was droppen. Boah, mies. Du musst oben. Da denkt man die ganze Zeit, man wird getroffen, aber der schießt einfach nur so just for the lols. So, das. Also entweder in der Mitte durchrutschen, versuchen, in der Mitte durchzurutschen, oder. Nee, ich glaube, das ging nicht. Ja, weiß ich nicht mehr. Geh mal auf den Versuch an, was. Doch, wie fies die Viecher sind, ey. Sparst du die Bomben jetzt für den Endgegner, oder was? Ja. Okay. Blüpp. Ha, da kommt er nicht mehr an. Ah! Oh Mann, Stefan! Hätte ich ganz vergessen. Wie soll ich. Ja, der hört nicht auf, du musst. Oh, ey, wie das leckt, ist ja schlimm. Dass sie sich nicht gegenseitig kaputt schießen, ist gemein. Naja, die haben halt kein Friendly Fire an. Ja, nee, ist klar. Das musst du bedenken. Jetzt ist es eigentlich egal. Dann darf ich jetzt so eine Sache hier einsammeln, ne? Nee, ist eigentlich egal, was ich halt lieber mag. Ah, jetzt hast du blau. Toll! Da kam zweimal blau raus. Das weiß man ja nicht. Woher sollst du das denn wissen? So, okay, ich habe noch ein Leben. Ich gebe dir alle Daumen, die ich habe. Boah, ich kann doch heute gar nicht zocken, ich habe gar keinen Skill heute. So. Ja, dein Freund, der schwarze Mantel, hat mir erzählt, dass ich dich für meine Experimente benutzen darf, wenn ich dich denn fange. Catche bitte. Ja, nee, das ist dein Style, das sage ich nicht. Oh, das ist so gemein. Was aber schon hier, ne? Okay, und okay, tot. Okay. Dann? Ja. Yay! Deswegen spart man sich die Bomben auf. Ja, easy peasy. Gar kein Leben. Ich habe kein Herz verloren beim Endgegner. So einfach kann das gehen, Kinders. Ja, mit 4 Special Bomben. Ja, 4 Special Bomben. Einfach aufbewahren. Nie irgendwelche Spezialfähigkeiten benutzen. Dann schafft man es auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad aller schwierigen Schwierigkeitsgrade. Hey, sind alle in Ordnung? Hey, da, Kitty. Uns geht es gut. Ja, dann rennt mal alle ihr. Da, hier, Schlüssel. Los.